Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu diesem Tutorial. Hier werde ich euch zeigen, wie ihr auf feste Maschen halbe Stäbchen und Stäbchen Abnahmen machen könnt. Ich werde euch unten in der Zeitleiste und in der Infobox das Ganze verlinken, sodass ihr auf die jeweilige Abnahme, die ihr für euch benötigt, vorspulen könnt. Benötigen tut ihr auf jeden Fall einen Maschenmarkierer. Das ist immer einfacher, damit ihr seht, wann und wo ihr die letzte Masche nach der Abnahme setzen müsst, da sich das Ganze ja dann auch zur Seite verschiebt. Ich habe mir jetzt hier erst einmal eine Basiskette gehäkelt aus festen Maschen und jetzt benötige ich direkt am Anfang eine Abnahme. Dazu mache ich auf jeden Fall eine Luftmasche, denn die ist wichtig, um überhaupt auf die Höhe einer festen Masche zu kommen. Dann steche ich in die erste Masche ein, hole den Faden und steche in die zweite Masche ein und hole den Faden. Habe dann drei auf der Nadel und masche diese gemeinsam ab. Das gleiche könnt ihr auch machen mit drei Maschen, wenn ihr stärkere Abnahmen benötigt. Danach setzt ihr euch den Marker und häkelt bis zum Ende eurer Kette oder eures Häkelprojektes durch. Und auch dort ist dann wichtig, dass ihr euch am Ende der Reihe auch wieder den Marker setzt, wenn ihr dort eine Ab- oder eine Zunahme gestalten habt. Am Ende der Reihe lasse ich mir die letzten zwei Maschen frei, steche dann in die vorletzte ein, hole mir den Faden, in die letzte ein, hole mir den Faden. Habe drei Schlaufen auf der Nadel und masche diese gemeinsam ab. Danach kommt eine Luftmasche, wenden. Und jetzt möchte ich direkt zu Anfang wieder eine Abnahme machen. Also erste Masche, Faden holen, zweite Masche, Faden holen, alle drei Schlaufen gemeinsam abhäkeln und auch hier wieder den Marker setzen. Und dann haben wir zwei Abnahmen direkt hintereinander gemacht und schon eine schöne leichte Schräge. Dann geht es wieder rüber auf die andere Seite. Und dadurch, dass wir uns dort den Marker gesetzt haben, wissen wir auch, wo die letzte Masche aufgenommen werden muss. Hier lasse ich mir dann auch wieder die zwei letzten Maschen frei, Faden holen, letzte Masche, wo der Marker drin ist, Faden holen, alle drei Schlaufen gemeinsam abmaschen. Dann können wir den Marker rausnehmen und auch hier wieder in der nächsten Reihe direkt zu Anfang die Abnahme, dazu eine Luftmasche, erste Masche Faden holen. Zweite Masche Faden holen, drei Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Marker direkt wieder setzen. So. Und wie ihr seht, bekommen wir jetzt eine schöne leichte Schräge. Am Ende, wenn ihr zum Beispiel so ein Dreieck gehäkelt habt und habt noch drei Maschen über, ist dieses sogar perfekt, um eine wunderschöne Spitze zu erstellen. Wenn ihr allerdings nur noch zwei Maschen habt, ist das auch genauso gut und überhaupt kein Problem. Wir machen dann wieder eine Luftmasche, stechen ein, holen den Faden, zweite Masche Faden holen
Und die dritte Masche den Faden holen. Und maschen diese gemeinsam ab. Und so haben wir dann unsere Spitze und somit unsere Abschlusskante gehäkelt. Oh, das waren die Abnahmen mit festen Maschen. Kommen wir zu den halben Stäbchen. Hier habe ich mir wieder eine Basisreihe aus halben Stäbchen gehäkelt und möchte nun sowohl links als auch rechts meine Abnahmen gestalten. Für halbe Stäbchen benötigen wir zwei Luftmaschen, wenden, machen einen Umschlag, holen uns aus der ersten Masche den Faden, aus der zweiten Masche den Faden und häkeln diese gemeinsam alle ab. Und somit haben wir zwei Maschen zusammengehäkelt. Hier setzen wir uns direkt den Marker. Danach geht es rüber auf die andere Seite. Lassen uns am Ende wieder zwei Maschen übrig, einen Umschlag, erste Masche einstechen, zweite und letzte Masche einstechen, vier Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Zwei Luftmaschen für die nächste Reihe. Hier will ich dann auch direkt wieder am Anfang meine Abnahme machen. Umschlag, erste Masche, Faden holen, zweite Masche, Faden holen, vier Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Auch hier dann wieder den Marker setzen. Dann können wir wieder rüber bis zwei Maschen vor Ende. Und hier ist dann auch wieder der Vorteil, dadurch, dass wir uns den Marker gesetzt haben, können wir besser sehen, welches die letzte Masche ist. Und am Ende auch wieder die letzten zwei Maschen freilassen. Umschlag. Einstechen, Faden holen, letzte Masche, einstechen, Faden holen, vier Schlaufen auf der Nadel, diese gemeinsam abmaschen, zwei Wendeluftmaschen, Umschlag direkt am Anfang, erste Masche Faden holen, zweite Masche Faden holen, vier Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Und auch hier wieder den Marker direkt in die Masche setzen. So sieht es dann bislang aus.
Und auch bei den halben Stäbchen seht ihr, ist das Ganze überhaupt nicht schwierig. Ihr dürft halt nur nicht den Umschlag immer vergessen. Am Ende könnt ihr genauso wie zwei auch drei Maschen zusammenfügen und bekommt bei einem Dreieck als Beispiel eine schöne Spitze. Das Dreieck ist jetzt hier nur ein Beispiel. Es geht ja um die Abnahmen an sich. Und dann kommen wir als nächstes zu den Stäbchen. Kommen wir nun zu den Stäbchen. Ich habe hier wieder meine Stäbchenbasisreihe gehäkelt. Bei den Stäbchen ist es nun einfach. Wir haben immer die Steigeluftmaschen und dann noch die normalen Stäbchen. Wir machen drei Steigeluftmaschen und haben die Anfangsmaschen über die Anfangsmaschen. Das heißt, wir stechen in das optische zweite und dritte Stäbchen ein. Wir machen einen Umschlag, stechen in das zweite ein, holen den Faden und häkeln zwei Schlaufen ab. Umschlag in das dritte optische Stäbchen ein, holen den Faden und häkeln zwei Schlaufen ab. Nun haben wir zwei halb abgehäkelte Stäbchen, drei Schlaufen auf der Nadel und diese dann gemeinsam. Hier ist wieder wichtig, Marker setzen. Wenn wir dann unsere erste Abnahme gehäkelt haben, häkeln wir rüber zum Ende. Doch jetzt kann ich euch hier mittendrin einmal zeigen, wie ihr ein Stäbchen auch verschwinden lassen könnt, wenn ihr euch mal vertan habt und eins zu viel habt. Dazu macht ihr einen Umschlag, stecht in das erste Stäbchen ein, holt den Faden, in das zweite Stäbchen ein, holt den Faden, habt jetzt vier auf der Nadel, holt den Faden und zieht diesen erst durch drei hindurch, sodass ihr den Hauptkörper des Stäbchens habt und dann nochmal durch zwei, wie ihr es kennt. Und so habt ihr dann aus zwei Stäbchen eins gemacht, ohne dass ihr so wie hier so ein Dreieck habt. Jetzt denkt ihr, hier ist so eine Lücke, diese verschwindet aber zumeist, wenn ihr dann mit der nächsten Reihe drüber häkelt, da sich ja das ganze Maschenbild eh etwas zusammenzieht. Ich lasse das jetzt einfach mal so und häkel bis zum Ende für die nächste normale Abnahme. Letzten Maschen, Umschlag, vorletzte Masche, halbes Stäbchen abhäkeln, Umschlag, letzte Masche, halbes Stäbchen abhäkeln und alle drei Schlaufen gemeinsam. Dann kommen wieder die drei Steigeluftmaschen für die nächste Reihe. Und jetzt dürft ihr euch natürlich nicht vertun, ihr habt diese beiden hier zusammen gehäkelt, das heißt diese Masche, da kommen die Steigeluftmaschen raus, dürft ihr nicht mitnehmen. Ihr geht also in dieses Stäbchen, nicht in dieses. Also diese Masche hier, diese gehört ja zu dem Dreieck, was sich durch die Abnahme gebildet hat. Also Umschlag in dieses Stäbchen hinein, Faden holen und ein halbes Stäbchen abhäkeln. Umschlag, nächstes Stäbchen. Ein halbes Stäbchen abhäkeln, drei Schlaufen auf der Nadel und alle Schlaufen gemeinsam. Auch hier wieder wichtig, den Marker setzen. Und dann geht es wieder bis zum Ende. So, und hier am Ende, dort habe ich den Marker gesetzt, vorletzte Masche zur Hälfte abhäkeln, letzte Masche zur Hälfte abhäkeln und alle drei gemeinsam. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist das ja bei Stäbchen so, dass wir immer Stäbchen über Stäbchen haben. Hier habe ich automatisch die Steigeluftmaschen als Abnahme mitgenommen. Hier allerdings nicht.
Also könnt ihr zusätzlich nochmal am Rand die Steigeluftmaschen hinzufügen, damit ihr auch einen schönen geraden Abschluss habt. Denn bei Stäbchen ist es halt, wie gesagt, leicht. Man sieht ja immer Stäbchen über Stäbchen. Also welche Variante ihr davon nutzt, ob ihr die Steigeluftmaschen immer auch der Vorreihe mit in die Abnahmen reinnehmt oder davor schon die Abnahme macht und dann ein letztes Stäbchen in die Steigeluftmasche häkelt. Das bleibt euch überlassen. Nur so habt ihr dann halt ein schönes, gerades Maschen. Und am Ende meiner Häkelarbeit angekommen, mache ich jetzt 3 Luftmaschen und habe jetzt nur noch 2 Stück übrig, da ich ja euch hier unten ein Stäbchen habe verschwinden lassen und häkel daher einmal, zweimal, aber nehme mir direkt hier die Steigeluftmaschen der Vorreihe auch noch mal als drittes mit. Und ziehe das Ganze zu. Um bei Stäbchen dann eine schöne Spitze zu erzeugen, könnt ihr auch noch mal eine Wendeluftmasche machen und dann eine feste Masche hineinhäkeln. Solltet ihr euch ein Dreieck erstellen wollen. Und dann haben wir auch die Abnahmen mit den Stäbchen durch. Ich hoffe, ich konnte euch die Abnahmen bei festen Maschen, halben Stäbchen und Stäbchen gut rüberbringen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer, ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Werkeln und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.